momentan haben wir viel Ärger mit Wildschweinen, aber das waren sie nicht. Da würde es hier ganz anders aussehen. Warten Sie mal. Sehen Sie sich das mal an. Maiszünsler. Genau. Oh nein! Dein Mais schaut aber nicht gut aus. Ich dachte, Wildschweine hätten ihn zertreten, aber ich habe mir den Maiszünsler eingefangen. Würdest du die Fruchtfolge einhalten, wie im Biolandbau üblich, dann hättest du die Probleme nicht. Mais bringt gutes Geld. Monokulturen ziehen Schädlinge geradezu an. Es tut mir leid, dass ich Ihnen da nicht helfen kann, aber Mais ist nicht mein Fachgebiet. Ja, ich schätze, ich muss jetzt sprühen. Gift ist auch nicht die Lösung. Was soll ich denn sonst tun? Ich kann doch nicht tatenlos zusehen, wie mir die Ernte den Bach runtergeht. Rechnung, Rechnung, Rechnung. Na toll. Stefan, ich bin in Schwierigkeiten. Erzähl mir was Neues, Papa. Nur mal ganz im Ernst, Mariannes Ziegen sind abgehauen. War schon das dritte Mal diese Woche. Hast du jemand, der dir beim Einfangen hilft? Das ist es ja, ich bin ganz alleine. Josef musste ja unbedingt Schachspielen fahren. Und was ist mit Marianne? Die hat doch so viel zu tun mit ihren Pensionsgästen. Ich habe ihr versprochen, dass ich mich drum kümmere. Na schön, ich komme so schnell ich kann. Danke, mein Junge. Wunderbar. Also, bis gleich. Geht da nicht rein. Bitte, tut mir das nicht an. Nein. Oh, natürlich tut es mir an. Reiß nicht da rein. Tut mir leid, aber ich muss los. Mein Vater sind ein paar Ziegen entwischt. Oh, dann können Sie sicher jede Hilfe gebrauchen. Ich komme mit, wenn Sie wollen. Oh, das ist nett. Und wir sehen uns heute Abend bei der Waldbauernversammlung. Gruß an Herrn Vater. Richtig aus. Ich soll dich von Herrn Seiler grüßen. Und, sind die Ziegen noch im Maisfeld? Also wenn Sie mich nicht endgültig für dumm verkauft haben und auf der anderen Seite gleich wieder raus sind, dann müssen Sie irgendwo in diesem verdammten Maisfeld stecken. Wie konnten Sie denn überhaupt entwischen? Weiß ich doch nicht. Guck mich nicht so an. Das hat Marianne schon gemacht. Ich habe nichts damit zu tun. Schon gar nicht dreimal hintereinander. Der Bachhofer hat genau dasselbe Problem wie ich. Überall Maiszünsler. Ich wusste gar nicht, dass Herr Bachhofer Mais anbaut. Soweit ich weiß, war das Maisfeld mit das erste Grundstück, das er gekauft hat, als er hierher gezogen ist. Tja, aber das passt doch gar nicht zu ihm. Der soll so viel Mais anbauen, wie er will. Wir müssen die Ziegen finden. Okay, ihr zwei geht da lang. Gut. Und ich gehe mit Ihnen auf die Rückseite des Feldes. Und dann treiben Sie uns gegenseitig zu. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ist sie schon wieder entwischt? Ja. Ah. Und was machen wir jetzt? Na ja, weitersuchen, was sonst? Also du gehst da lang und ich such da weiter. Herr Leitner? Ja? Schauen Sie mal. Der Mais ist kerngesund, überhaupt kein Maiszünsler, nichts. Das hat der Kerl auch noch Glück. Glück kann man das nicht nennen. Ich meine, der Maiszünsler hat sich auf dem ganzen Feld verteilt. Nur eben hier nicht. Hat er eben hier jede Menge Gift gespritzt. Ja, aber warum sollte er denn nur hier Gift sprühen und auf dem Rest des Feldes nicht? Das ist wie so ein Weg um dieses Feld rum hier. Die ausgewachsenen Maiszünsler sitzen auf dem Mais. Aber ich kann keine Larven finden. Vielleicht ist das genmanipulierter Mais.
Aber das würde doch erklären, warum die Larven sterben und die ausgewachsenen Tiere überleben, oder? Na, hör mal. Oh. Meinst du, da gibt es ein Feld mit genmanipuliertem Mais hier bei uns in Küblach und kein Mensch weiß was davon? Das wäre doch die einzige logische Erklärung. Ist das denn überhaupt legal? Ja, wenn er eine Genehmigung hat, dann ist das kein Problem. Deswegen hat er das Maisfeld gekauft. In Deutschland gibt es doch nur ein paar Versuchsfelder und wo die sind, versucht man geheim zu halten. Aber gut versteckt hat er seinen Genmais schon, das muss man sagen. Na gut, wir kümmern uns erstmal um die Ziegen und dann um den Mais. Also ihr beiden sucht weiter da lang und wir hier. Okay, bis später. Mama! In der Küche! Du, ich bräuchte mal 300 Euro. Kein Problem, hol meine Handtasche, dann gebe ich dir meine Kreditkarte mit. Ja, klar. Hallo! Warum soll ich dir einfach so 300 Euro geben? Hätte ja sein können. Und? Wie sieht's aus? Also wenn deine Mama schon auf Stuhl schaltet, dann muss ich meinen Papa dann was fragen. Du willst auch Geld? Ja, klar. Wofür? Wir wollen die Klassenfahrt nach London machen. Und übrigens, Kultur pur ist da angesagt. Ja. Ach so. Ja, dann lass uns das heute Abend in Ruhe besprechen, ja? Na toll, das heißt dann so viel wie nein. Nein, das heißt, dass wir in Ruhe überlegen werden, wie wir den Ausflug finanzieren können. Aber ich lerne doch nicht das ganze Jahr wie eine Doofe und bleib dann zu Hause, wenn die anderen Party machen. Das mache ich nicht. Da halt auch immer genau dann, wenn es dir passt, oder? Trainierst du den darauf? Heute Abend. Okay, ciao. Also was der Bachhofer da treibt, ist ein Verbrechen an unserer Gesundheit. Ich denke, dass er die Vorschriften eingehalten hat. Das riskiert keiner. Was helfen Vorschriften, wenn kein Mensch weiß, was dieser genmanipulierte Mist letztendlich anrichten kann? Die stochern doch alle nur im Nebel rum. Ich frage mich, was er eigentlich davon hat, diesen Mist bei uns einzuschleppen. Er verdient doch sein Geld nicht mit Landwirtschaft. Aber mit Essen und vor allem mit Bier. Wenn der mal Genbier verkaufen will, dann kann er aber sein Bierzelt auf dem Oktoberfest dicht machen. Tut mir einen Gefallen. Erzählt es niemandem. Ich will erst mal mit Bachhofer reden. Und dann sehen wir weiter. Der gehört doch eingesperrt, dieser reiche Schnösel. Papa, bitte. Und werd nicht weich. Und fang du nicht mit deinen Alleingängen an. Hey, die Biester wollen uns für dumm verkaufen. Oh, Anna, wie lange soll das noch so gehen? Du kommst in mein Haus, wir verbringen ein paar Stunden miteinander und dann verschwindest du wieder. Wäre es dir lieber, wir würden uns gar nicht mehr sehen. Anna, ich möchte dich öfters sehen. Und ohne diese Heimlichtuerei. Das geht nicht. Noch nicht. Ich brauche Zeit, Max. Ich habe einen Sohn, dem ich das irgendwie erklären muss. Und ich weiß noch nicht, wie. Ich muss los. Leibner, was kann ich für Sie tun? Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, dann wäre ich später gekommen. Sei nicht so vorwurfsvoll überrascht. Du weißt doch Bescheid. Bitte. Anna! Anna! Markus hat sicher einige Fehler gemacht. Aber das hat er nicht verdient. Es ist mein Leben. Halt du dich da raus. Markus ist mein bester Freund. Ich kann mich da nicht raushalten. Und warum habe ich dich dann die ganze Woche kein einziges Mal bei ihm gesehen? Du weißt doch ganz genau, dass er mit mir nicht darüber reden will. Seit wann hält dich sowas auf? Spiel nicht den Moralapostel, denn er ist mein guter Freund zu sein. Anna. Anna. Kaffee?
Ich hoffe, Sie gehören nicht zu denen, die schon beim Wortgehen manipuliert durchdrehen. Ich drehe nicht durch. Aber ich habe etwas gegen diese Art von Lebensmittel, wenn Sie das meinen. Das dachte ich mir. Ich verstehe einfach nicht, warum ausgerechnet Sie sich darauf einlassen. Sie sind kein Landwirt. Herr Bachhofer, Ihr Kaffee, bitte schön. Danke. Ich habe das Feld der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, weil ich es für wichtig halte, dass in diese Richtung auch geforscht wird. Und das ausgerechnet in unserer Gemeinde, wo Tourismus und Landwirtschaft so eine große Rolle spielt. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Die Sicherheitsabstände wurden eingehalten. Der Anbau wird wissenschaftlich kontrolliert. Wenn sich herumspricht, dass dieses Feld tatsächlich existiert, dann ist hier die Hölle los. Ja, weil Sie die Leute nicht wirklich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben Angst vor was, was Sie schon seit Jahren täglich konsumieren, sei es in Waschmittel, Käse oder sonst wo. Wenn das so weitergeht, dann können wir jeden Ökolandbau vergessen. Glauben Sie wirklich, dass ein Kind, das am Verhungern ist, sich dafür interessiert, ob das Soja, das es zum Essen bekommt, gentechnisch verändert ist oder nicht? Sie hätten mit den Leuten reden sollen. Und zwar bevor. Bevor Sie das Feld pflanzen. Sie wissen so gut wie ich, dass es nichts gebracht hätte. Aber man hätte Ihnen zugehört. Vielleicht hätte man das Feld sogar toleriert. Aber so wird es verdammt schwierig. Das Feld bleibt. Ende der Diskussion. Die Leute haben Angst. Die machen sich Sorgen um ihre Heimat. Ihre Heimat. Afrika ist ja weit weg. Nehmen Sie ihnen die Angst. Jedes Mal, wenn der Mensch in die Natur eingreift, geht am Ende irgendwas schief. Was macht Sie so verdammt sicher, dass es diesmal gut geht? Herr Berghammer! Ja, Chef? Wenn Sie dann fertig sind. Wenn Sie das haben, dann machen Sie bitte die Lieferscheine für die Waldbauernvereinigung fertig. Dauert noch eine halbe Stunde, Stunde vielleicht. Wenn es ums Geschäft geht, dann sag, was du willst. Ansonsten will ich dich hier nicht sehen. Markus, bitte. Ich hab dich nicht betrogen, Markus. Also hör auf, mich zum Buhmann zu machen. Du nennst dich Freund, aber sagst mir nicht, dass meine Frau ein Verhältnis mit Bachhofer hat. Ich habe mich bereits entschuldigt, okay? Das ist schön für dich. Hast du vielleicht mal darüber nachgedacht, dass du nicht ganz unschuldig bist? Ach, und jetzt habe ich auch noch Schuld an allem? Jetzt hör auf, wütend zu sein. Damit erreichst du gar nichts. So, schickst du mir dann die Rechnung? Du, wenn es dir recht ist, dann sammle ich die Einzelrechnungen bis zum Monatsende, ja? Ja, sicher, klar. Die Tomaten sehen etwas mickrig aus. Also mir wäre es auch lieber, wenn alles, was ich anbaue, perfekt aussieht. Aber wenn man der Natur nicht nachhilft, dann muss man sich eben damit zufrieden geben, was sie einem liefert. Sag mal, was ist denn jetzt mit dir los? Ich wollte dich doch nicht beleidigen. Oh, tut mir leid. Ach, ich bin einfach wütend. Wie, wegen der Tomaten? Stell dir vor, der Bachhofer lässt genmanipulierten Mais anbauen. Was? Wir sind durch Zufall auf dieses Feld gestoßen. Wer? Ich, der Leitner Junior und der Senior. Wie, und dieses Feld ist hier in der Nähe? Der Bachhofer hat das Feld direkt vor unsere Nase gesetzt und keiner hat's gemerkt. Dann wird's aber Zeit, dass das bekannt wird. Ja. Jede Beziehung, die ich eingehe, scheitert. Das mache ich nur falsch. Kannst du mir das sagen? Wer kümmert sich um David? Ach, für David läuft so wie immer. Der kriegt nicht mit, was so abgeht. Unterschätzt deinen Sohn nicht. Der spürt schon längst, dass da was nicht stimmt. Ja. Und was soll ich deiner Meinung nach machen? Soll ich ihn auf die Seite nehmen und mal ein ernstes Männergespräch mit ihm führen? So ein Schwachsinn. Tut mir leid, Stefan. Ich habe Anne heute Morgen gesehen. Hat sie was gesagt? Ich war gerade auf dem Weg zu Herrn Bachhofer. Da kam sie mir entgegen. Danke, dass du mir den Rest des Tages jetzt auch noch versaut hast. Freunde sollten immer ehrlich zueinander sein. Wie soll es jetzt weitergehen? Wollt ihr so tun, als wäre nichts? Und sie fährt weiterhin zu Bachhofer? Das ist auch nicht. Hoffst du, dass sie wieder zu dir zurückkommt? Keine Ahnung, ich... Was heißt hier keine Ahnung? Willst du deine Ehe retten oder nicht? Geht das überhaupt noch? Natürlich will ich meine Ehe retten. Ich will Anna nicht verlieren. Ja, dann steh auf, verdammt noch mal. Und hör auf zu jammern und fang an zu kämpfen.
Ja. So, wenn die nochmal abhauen, dann werden sie verkauft. Ich glaube, dann verkauft Marianne dich gleich mit. Ah. Grüß Gott miteinander. Grüß Gott, Frau Kager. Hallo. Ach, Herr Leitner, ich möchte etwas gegen dieses Maisfeld unternehmen, das Sie und Ihr Sohn entdeckt haben. Ich dachte, dass Sie da vielleicht mitmachen. Gibt es in dieser Gemeinde irgendetwas, was auch nur ein paar Stunden geheim bleibt? Moment, aber was für ein Maisfeld? Der Bachhofer hat ein genmanipuliertes Maisfeld anlegen lassen. Was? Hier bei uns? Direkt von unserer Nase. Aber das Feld muss weg. Stefan weiß Bescheid und kümmert sich darum. Moment, wir müssen alle etwas tun, nicht nur Stefan. Mein Vater hat seinen Gästen garantiert, dass ihm Ochsen nur anständige Lebensmittel auf den Tisch kommen. Ich finde, ich bin es ihm einfach schuldig, irgendetwas gegen diesen genmanipulierten Mist zu unternehmen. Frau Kager, ich bin dabei. Hört ihr mir überhaupt zu? Du kümmere dich mal lieber um deine Ziegen, dass sie nicht wieder weglaufen. Also, was können wir dagegen unternehmen? Heute Abend ist Waldbauernversammlung. Besser könnt ihr die Leute, die es was angeht, doch gar nicht mobilisieren. Manchmal hat selbst er einen lichten Moment. Hm? Das ist eine ganz wunderbare Idee. Ja, und was mit dir? Kneifst du? Sehe ich so aus? Ich habe mich schon um Mutter Natur gekümmert. Da hast du noch in den Windeln gelegen. Wie weit sind Sie mit der Ablenkfütterung? Ich weiß nicht, ob wir das bis zum Feierabend schaffen. Wenn der Koller mit Futter zu tun hat, dauert es immer ein bisschen länger. Schnoss und Spruch, Kieferbruch. Das wäre ein Riesenaufwand. Ne? Erst müssen wir die Kästen bauen, dann müssen wir es mit Futter füllen. Nur, dass die Wildschweine beschäftigt sind. Es ist besser, dass die Wildschweine an das Futter rankommen, bevor sie nach Küblach marschieren. Ja, ich möchte die Viecher nicht in Küblach einfangen müssen. Nein. Herr Brandner. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Herr Leitner. Herr Brandner. Und gibt's Ärger mit den Wildschweinen? Sie kommen auf Ihre Futtersuche, Küblach immer näher. Damit versuche ich Sie aufzuhalten. Kann ich Sie gerade einen Moment sprechen? Sicher. Schatz. Oh. Die können es gar nicht erwarten, hä? Warum ich? Ich bin Förster und kein landwirtschaftlicher Berater. Es gibt nicht nur Gegner von genmanipulierten Nahrungsmitteln, es gibt auch viele Befürworter. Und wir haben eine ziemlich gute Lobby. Und die setzen Sie unter Druck, damit Sie mich unter Druck setzen. Keiner von uns möchte, dass die Situation eskaliert. Das kann auch nicht in Ihrem Interesse sein. Was soll ich machen? Soll ich mich schützend vor ein Maisfeld stellen oder was? Ich erwarte, dass Sie sich neutral verhalten. Herr Bachhofer hat sich über mich beschwert. Ihre Waldbauern müssen sich genauso an die Gesetze halten wie... Es sind nicht meine Waldbauern. Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Jeder hier weiß, welchen Einfluss Sie auf die Waldbauern haben. Streiten die? Keine Ahnung. Auf alle Fälle geht's ganz schön rund. Was wird's jetzt da gehen? Weiß ich nicht. Wie ich in der Mittagspause einkaufen war, da hat jemand gemeint, dass in Küblach ein Maisfeld gibt, das genmanipuliert ist. Bei uns? Ja. Ach, Schmarrn. Da wären die meisten Waldbauern nicht einverstanden. Sie würden das sofort abbrennen. Es ist für keinen von uns eine einfache Situation. Und ich darf Sie da ausbaden. Ich helfe Ihnen dabei, so gut ich kann. Herr Leitner, Sie gehören zu den Leuten, die nicht gleich alles schwarz oder weiß sehen. Die begriffen haben, dass es nicht nur die eine Wahrheit gibt, nämlich die eigene. Gehen Sie in diesem Fall genauso an die Sache ran. Hä? Viel Glück. Das kann ich brauchen. Hallo. Seit wann hast du die Liebe für deinen Garten wiederentdeckt? Ich musste mich einfach mal wieder mit was anderem beschäftigen. Wie war dein Tag? Du siehst müde aus. Wir haben für die Wildschweine eine Ablenkfütterung gebaut. Aber weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Herr Bachhofer lässt ein Maisfeld mit genmanipulierten Saatgut pflanzen. Und das gibt richtig Ärger. Genmanipulierter Mais? Ja. Aber Anna kann ihm bestimmt helfen, die Wogen zu glätten. Dazu brauche ich Anna nicht. Ach, Stefan, du kannst dir doch nicht ewig aus dem Weg gehen. Das tue ich nicht.
Ich habe sie heute gesehen, als sie aus der Villa von Bachhofer kam. Für Anna ist es auch nicht leicht, glaub mir. Das sagt ja niemand. Aber so kann es nicht weitergehen. Ich meine, sie lässt Markus einen langen Arm verhungern, vergnügt sich weiterhin mit Bachhofer. Das geht nicht. Aber Markus bewegt sich auch kein Millimeter auf Anna zu. Meinst du, die beiden haben noch eine Chance? Schwer zu sagen. Im Moment macht sich Anna mehr Gedanken darüber, wie David die Trennung verkraftet. Und wenn Markus so weitermacht, dann verlässt Anna ihn auf jeden Fall. Hallo! Herr Neureuther! Druckfrisch aus dem Copyshop. Ich hoffe nur, dass der Text nicht zu lang ist unter der Überschrift. Naja, die Leute wollen es doch heute immer kurz und knackig. Das ist genau richtig. Die Leute brauchen doch bloß die Fakten zu lesen, dann wird denen gleich von selber Angst und Bange. Also, danke. Oh, bitte. Gern dafür. Entschuldigen Sie. Nein. Es ist sehr angenehm, mal wieder umarmt zu werden. Danke, Neureuther. Ja, ich gehe dann mal. Entschuldigung. Ja, wir sehen uns dann heute Abend, ja. Herr Neureuther. Ja. 300 Euro pro Kopf, das ist viel Geld. Ja, ich sehe auch nicht ein, dass wir das alleine finanzieren. Ich meine, wenn die beiden mit nach London wollen, dann können sie doch auch was dafür tun. Deshalb schlage ich vor, wir machen halbe halbe. Gibt's schon was zu essen? Gleich. Kannst du mal die anderen holen? Ich hab's ein bisschen eilig. Ich muss noch in den Ochsen. Aber 300 Euro ist immer noch eine Menge Geld. Gerade im Moment. Ja, unsere Kinder haben dieses Jahr wirklich hart gearbeitet in der Schule. Naja. Ja, okay. Bis auf ein paar kleine Aussetzer. Deswegen sage ich ja 50-50. Wie? Was? 50-50? Also, wir haben beschlossen, wir übernehmen die eine Hälfte der London-Reise und ihr die andere. 150 Euro pro Nase? Ich freue mich schon wieder auf den Kuhstall vom Kreitmeier. Ja, dann wird London zu einem richtigen Event. So, der will Salat. Ja. Ich. Du. Ja. Aber wie gesagt, die Mutter Natur meint es momentan nicht gut mit uns. Erst der Borkenkäfer, dann der Maiszünsler. Also, das liegt hauptsächlich daran, dass wir immer noch zu viele Monokulturen haben. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Leitner. Egal, was ist jetzt nicht. Das muss sein. Ja, die Menschen haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Papa, ich wollte wegschauen, ging aber nicht. Nein, Stefan. Es war die Idee von Frau Kager und von mir. Ist das wahr, was hier steht? Der Bachhofer hat ein genmanipuliertes Maisfeld. Ja, das ist richtig. Ja, und wann wollten Sie uns das sagen, bitte? Das Maisfeld ist Teil eines Forschungsprojektes. Die Sicherheitsvorkehrungen werden eingehalten. Also nie. Wir sollen dumm gehalten werden, während der feine Herr Bachhofer seine Experimente betreibt. Der Herr Bachhofer kommt aus München hierher, ruiniert unsere Natur. Und wenn er damit fertig ist, dann haut er wieder ab. Stefan, du kannst da nicht mitmachen. Das glaube ich einfach nicht. Josef, als Förster muss ich mich da raushalten. Ich weiß gar nicht, worüber ihr euch aufregt. Lasst doch diesem Mann seinen Genmais. Wegen der paar Kolben Mais geht doch die Welt nicht unter. Das ist nicht dein Ernst, Kreitmeier. Für mich als Ökobauer geht die Welt unter. Wenn es durch den Klimawandel bei uns immer weniger regnet, dann sind wir doch die Ersten, die nach Kartoffeln schreien, die weniger Wasser brauchen. Oder nach Tomaten, die gegen die neuen Schädlinge resistent sind. Alles Neue wird verteufelt. Es ist genauso wie einer, der mal gelebt hat, der hat gesagt, dass die Welt keine Scheibe ist. Ja. Ihr jammert alle rum wegen dem Maiszünsler. Der Genmais schafft den leicht. Aber irgendwann sind die Schädlinge doch immun gegen diesen Genmist. Und was dann? Die Spirale dreht sich doch immer weiter. Also. Wenn ein Medikament Langzeitschäden verursacht, kann man es vom Markt nehmen. Bei genmanipulierten Pflanzen geht das nicht. Die bleiben für immer. Morgen um 5 findet eine Demonstration vor dem Genmaisfeld statt. Wer sich uns anschließen will, ist herzlich willkommen. Super. Bring diese Leute bitte zur Vernunft. Du hast gesagt, ich soll mich raushalten, jetzt hast du den Salat. Die Leute hören auf die beiden. Thank you.
Markus, räumst du dein Bettzeug weg, bevor David aufwacht? Du musst es ja nicht unbedingt mitkriegen. Ich hole ihn von der Schule ab und du fährst ihn hin. Nein, Anna. Ich mache auf keinen Fall so weiter. Nicht jetzt, okay? Doch, jetzt. Wir reden jetzt. Oder du brauchst dieses Haus nie wieder zu betreten. Das ist immer noch unser Haus. Anna, ich brauche deine Hilfe. Ach ja? Darf ich reinkommen? Was machst du denn hier? Ich muss dringend mit Anna reden. Willst du einen Kaffee? Oh, gerne. Setz dich doch. Worum geht's? Heute findet eine Demonstration statt gegen genmanipulierten Mais. In Küblach? Ja. Warum weiß ich nichts davon? Es wurde erst gestern Abend beschlossen. Wer hat sie organisiert? Frau Kager und Josef. Und dein Vater? Der hält sich ausnahmsweise mal zurück. Ja, so gut wie. Wegen einer kleinen Demo müssen wir nicht gleich die Pferde scheu machen. Ich rede mit Frau Kager. Ja, dass da alles schön ruhig bleibt, ja? Das Problem ist, dass Herr Bachhofer selbst ein Feld mit Gemais besitzt. Wir müssen also damit rechnen, dass irgendwelche Leute dieses Feld zerstören wollen. Hast du mit Max, Herrn Bachhofer, gesprochen? Sag mal, wusstest du gar nichts über das Feld? Nein. Bin ich aber mal gespannt, was er dir sonst noch so alles verheimlicht hat. Markus, bitte, könntest du für 5 Minuten unsere privaten Probleme beiseite lassen? Du musst mit Herrn Bachhofer reden. Ich? Ja. Bitte sprich du mit ihm. Ich bin befangen. Das habe ich doch bereits versucht. Er hört mir nicht zu. Sag mal, Stefan, hast sie du noch alle? Du kommst hierher und bittest Anna um Hilfe. Vor mir. Anna ist unsere Bürgermeisterin und wir müssen zusammenarbeiten, egal was ich von eurer privaten Situation halte. Ja, aber du fragst sie nicht als Bürgermeisterin, sondern als Geliebte von diesem Bachhofer. Markus, jetzt reicht's. Papa. Ich komme. Oh, mein Schatz. Bist du aufgewacht? Also schön, ich rede mit ihm. Danke. Wolfgang. Was machst du denn da? Leise! Ich will wissen, wie sie das gemacht haben. Ja, du hast das Gatter offen stehen lassen. Mehr steckt nicht dahinter. Ich hab das Gatter nicht aufgelassen. Ach. Sag mal, Wolfgang, übertreibst du nicht ein bisschen? Ich meine, es sind Ziegen, keine Schwerverbrecher. Solange ich nicht weiß, wie die Gauner da rausgekommen sind, behandle ich sie wie Schwerverbrecher. Ja, ja, dich habe ich besonders im Auge. Brauchst gar nicht so unschuldig zu gucken. Ihr seid schon richtig gute Freunde, was? Ich kann dich ja dazu sperren, dann sind all meine Freunde vereint. Hör mal zu, Wolfgang. Du bist doch öfter im Ochsen. Ne? Naja, manchmal. Die Frau Kager, was für ein Mensch ist das? Und du hast sie doch kennengelernt. Wenn die sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann bringt kein Mensch sie davon ab. Hat sie einen Freund? Nicht, dass ich wüsste. Oder ein Auge auf jemanden geworfen? Die Waldbauern am Stammtisch sind sicher nicht ihr Typ. Josef! Was willst du? Immer schön gerade aufs Ziel zu. Das Leben ist kein Schachspiel. Meinst du, wenn diese ganze Gen-Geschichte mal vorbei ist, ich könnte sie vielleicht mal nach Passau einladen? Ins Theater oder zum Essen? Wen? Mensch, Wolfgang, du hörst mir überhaupt nicht zu. Doch, ich höre dir zu. Ich verstehe nur nicht, was du eigentlich sagen willst. Also, jetzt noch mal langsam zum Mitschreiben von vorne. Josef! Was will er denn? Ach, der Mann hat nur noch Augen für seine Ziegen. Was ist denn wieder los? Marianne, ich glaube, Josef hat sich verliebt. Was, der Josef? Also in wen soll sich denn der Josef so plötzlich verliebt haben? In unsere schöne Kagerwirtin. In die Kagerwirtin? Ist doch ein Schmarrn.
Also die ist doch halb so alt wie er. Theoretisch ist das überhaupt kein Problem. Theoretisch? Die Leute sind wütend und aufgebracht. Wir müssen sie wieder zur Vernunft bringen. Anna, ich habe noch nie aufgegeben, nur weil irgendwelche Leute klein denken. Dann tu es mir zuliebe. Und was hast du mir zuliebe? Willst du mich erpressen? So funktioniert das ganz bestimmt nicht. Anna, so war es nicht gemeint. Max, ich liebe dich. Aber hier geht es um die Gemeinde, nicht um uns. Herr Bachhofer, bei dieser Demonstration geht es nicht um Gehen Mais. Ja oder nein? Die Leute sind wütend auf Sie. Auf mich? Ja, Sie haben Sie hintergangen. Ich habe niemand hintergangen, egal was die Leute denken. Küblach ist nicht München. Wir leben hier miteinander, nicht nebeneinander. Gott nochmal, ich habe dieses Feld doch nicht aus Profitgier angelegt. Ich glaube einfach, dass die Gentechnik ein Segen für die Menschheit ist. Das ist alles. Ja, für Sie ist es ja auch einfach. Sie können ja verschwinden, wenn irgendwas schief geht. Alle anderen müssen hier weiterleben. Ich habe keinen Grund, hier zu verschwinden. Aber die Leute glauben dir das nicht. Sie fühlen sich wie dein persönliches Experimentierfeld, dein Spielzeug. Anna, man könnte Pflanzen entwickeln, die wie Medikamente wirken. Man könnte dafür sorgen, dass endlich alle Menschen auf diesem Planeten genug zu essen haben. Die Möglichkeiten sind quasi unerschöpflich. Wer recht hat oder nicht, wer sich letztendlich durchsetzen wird, das wird nicht den Küblach entschieden. Ja. Du wirst hier bei uns damit nicht glücklich. So aufgebracht, wie die Leute sind, brennt bald die Hecke. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Bitte, Max, um des lieben Friedens willen. Also gut, das Feld wird vernichtet. Obwohl ich es für einen Riesenfehler halte. Stefan! Papa! Herr Bachhofer wird das Maisfeld vernichten. Sag den Leuten Bescheid. Ich hab dir doch gesagt, dass Josef und die Kagerwirtin das Kommando übernommen haben. Dann halt sie auf! Zu spät! Wir stehen gleich vor Bachhofers Tür. Ich dachte, ihr seid auf dem Weg zum Maisfeld. Die Leute wollen ans Eingemachte. Für ein genfreies Küblach! Ja. Sag Max Bescheid. Ja, aber warte. Er soll am besten im Haus bleiben. Du weißt ja, wie provozierend er sein kann. Was ist denn los? Die demonstrieren nicht vor deinem Maisfeld, sondern vor der Tür. Das ist doch ein solcher Blödsinn. Wir hätten gleich zum Maisfeld gehen sollen, so wie es ausgemacht war, anstatt hier rumzustehen und zu reden. Ich rufe die Polizei. Das Risiko, dass was passiert, ist viel zu groß. Warte, lass mich erst mal mit Ihnen reden. Moment, darf ich auch was dazu sagen? Damit die Leute mir glauben, sollte ich vielleicht selbst mit Ihnen sprechen. Aber wir können doch nicht das Maisfeld einfach vernichten. Ja, und wie wollen wir dann verhindern, dass es genau da bleibt, wo es jetzt ist? Ja, also ich finde, Sibylle hat recht. Wir müssen dem Bachhofer doch irgendwie zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Da kommt er ja. Beruhigen Sie sich. Hören Sie mir einen Moment zu. Seien Sie doch bitte ruhig. Herr Bachhofer hat Ihnen was zu sagen. Ah, da bin ich mal gespannt. Gentechnik ist kein reines Teufelswerk. Sie hat auch ihre guten Seiten. Der soll nicht so viel reden, sondern los durch. Ich werde veranlassen, dass das Feld vernichtet wird. Was? Ach so. Ja, ja, und wo ist der Haken? Kein Haken. Und das sollen wir glauben, dass damit dann alles wieder erledigt ist. Ich sorge dafür, dass das Feld in den nächsten Tagen verschwindet. Sie haben ein Wort dazu. Kein Wort, kein Wort. Nichts für ungut, Herr Bachhofer. Aber Ihr Wort ist hier im Moment wohl nicht viel wert. Ich glaube ihm. Und ich denke, dass mein Wort in Küblach noch etwas zählt. Und natürlich das von Herrn Leitner. Das Feld wird vernichtet. Ihr habt euer Ziel erreicht. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja klasse. Und jetzt wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mein Grundstück verlassen. Gut, einverstanden. Also, es bleibt dabei. Küblach bleibt genfrei. Gott sei Dank. Das war die richtige Entscheidung. Glauben Sie mir. Ihr Wort in Gottes Ohr.
Na, das gibt's doch nicht. Das gibt, bleibst du da? Nein, ihr geht alle zurück. Zurück. Ihr geht wieder rein. Nein, das geht nicht. So, drin bleiben jetzt. Drin bleiben. Gibt's doch nicht. Wie kommt ihr denn da raus? Wo soll ich dich hinfahren? Das Rathaus. Nach Hause. Okay. Gerne ein kleines. Das geht dann aber aufs Haus. Oh, danke. Liebe Sibylle Karger, nachdem wir nun alles erreicht haben, was wir wollten, möchte ich mich gerne bei Ihnen für die wundervolle Zusammenarbeit bedanken. Ach, Herr Neureuther. Ach, herzlichen Dank. Und ich wollte Sie fragen, ob wir unseren triumphalen Sieg vielleicht bei einem kleinen romantischen Dinner, zu dem ich Sie gerne einladen würde, feiern wollen. Flirten Sie mit mir, Herr Neureuther? Ja. Das heißt, ich versuche es. Man rostet ein bisschen ein mit den Jahren. Herr Neureuther, Sie sind ein ganz wunderbarer Mensch. Kultiviert, höflich, gebildet. Aber ich denke, wir sollten das lassen. Das Platten meine ich. Ich verstehe. Hoffen und Harren hält manchen zum Lachen. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Schnaps. Oh ja. Ich zeig dir jetzt, wie die Ziegen entwischt sind. Die Resi hat's Gatter aufgemacht. Eine Ziege kann kein Gatter öffnen. Das ist un... Für die Resi ist nichts unmöglich. Hey. Du hast mich ganz schön auf Trab gehalten, du Biest. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn? Er war doch bei der Kagerwirtin. Josef! Ach, lass mich zufrieden. Verdrängen gilt nicht. Also, ich lasse euch zwei lieber allein. Naja, der Volksmund hat recht. Alter schützt vor Torheit nicht. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Blödsinn. Mut hast du bewiesen. Ja, ja. Dummheit und Mut liegen oft eng beieinander. Auch Volksmund. Ha, ist mir schon echt peinlich. Was ist dir peinlich? Dass du lebst? Dass du dich immer noch verlieben kannst? Glücklich solltest du sein. Eigentlich hast du recht. Zumindest habe ich mit der Kagerwirte geflirtet. Und nicht mit einer Ziege. Ich flirte nicht. Pass bloß auf, dass Marianne nichts merkt. Josef, das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Hallo? Zu Hause? Hey, David! Anna? David! Thank you.
Na, ihr zwei. Na, wie ist es gelaufen? Ihr vernichtet den Genmais. Wow, ja. Das sollten wir feiern. Was für einen Grund gibt es denn zu feiern? Zum Beispiel, dass wir uns haben? Also wenn das kein Grund zum Feiern ist.